Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mal wieder was ganz Besonderes dabei, und zwar 4K-Drohnen. Wieder Drohnen, wie beim letzten Mal, nur dass die diesmal teilweise 4K-Kameras dabei haben und richtig insane heftig aussehen. Ich muss allerdings jetzt hier erstmal sagen, also dieses Paket kam so an. Ja, da habe ich nichts dran geändert. Das war so zerdetscht. Ich hoffe, dass das Ding noch funktioniert. Ja, die Dinger hier, die kamen einfach in so einer Packung an. Also einfach so direkt, ohne dass da nochmal irgendwie so eine Hülle drüber wäre. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich musste ein bisschen raten, wie teuer die Produkte waren, weil ich die nicht mit meinen Amazon-Bestellungen zuordnen kann. Die heißen halt einfach anders als da, wo ich sie bestellt habe. China ist ein tolles Land. Let's go. Ich würde sagen, ich fange mal in der Reihenfolge, wie sie hier standen, direkt mal an. Wir haben hier quasi direkt eine Drohne für unter 30 Euro. Ich habe hier 29,99 draufstehen. Und das ist echt actually insane. Das ist richtig insane, weil das sieht aus wie so eine Mavic Pro, nur in klein. Man kann ja actually das Ding einfach rausnehmen und dann auseinanderbauen. Also das klappt hier. Zack, auch hier zack, klappt ein, rastet ein. Und nochmal, und das Ding für 30 Euro ist echt wild. Also im Vergleich zu dem, was wir letztes Mal hatten, wo es ja für knapp 25 Euro schon so kleine Drohnen gab. Jetzt dann hier so ein Ding für einen 10er mehr oder für einen 5er mit einer 4K-Kamera, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es funktioniert. Also bei dem Teil habe ich sogar Angst, das Teil in der Wohnung rumfliegen zu lassen. Naja, mache ich trotzdem. Hier der Controller. Also das ist echt verdächtig ähnlich wie eine Mavic Pro, nur halt viel günstiger. Ja, da ist ja mal geil. Das ist ja mal eine Ausbeute hier. Geisteskrank, eine richtige Drohne. Aber fliegt die auch und filmt die auch, ist die Frage. Okay, es gibt hier eine App. Wild. Ich lade mir die jetzt per QR-Code runter. Das nenne ich mal einen Service. 2,2 Sterne. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Let's go. Das sieht ja schon mal schön aus. Okay, schauen wir mal, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Das Ding nimmt einmal AA-Batterien. Also das sind die etwas größeren. 3 Stück davon. Ein guter Geruch. Ja, eigentlich ganz normal, aber. So, und jetzt die Frage. Man kann ja hier noch irgendwie ein Smartphone reinzimmern. Lol. Mal schauen. Okay. Ja, das ist cool. Also wenn das Ding funktioniert, für 30 Euro, ist ja insane. Probieren wir mal. Ich habe jetzt hier den Akku ein bisschen aufgeladen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gereicht hat hier an der Powerbank. Den Akku schiebt man hier hinten einfach so rein. Die ist natürlich deutlich größer als die bei den anderen. Das ist, glaube ich, eine Antenne hier. Und gut, ich würde sagen, ich starte das mal. Und den auch. Holy shit, ist der laut. So, und jetzt? Ich glaube, ich hole mir mal eine Schutzbrille bei dem Teil. Also nehmt es mir nicht übel. Sieht auch affig aus. Aber wenn ich jetzt so in meiner Wohnung hier in der Drohne fliege. Ja moin, einfach für 30 Euro. Einfach so ein Brummer, hä? What the fuck, Alter? Wilde Nummer. Okay, ich fliege das mal. Ja, fliegt sich ganz gut. Actually, übel nice. Also für 30 Euro. Die Landung war auch eigentlich ganz okay. Ja, finde ich krass. Ich bin überrascht. Wenn das jetzt noch halbwegs filmt. Hä? Lol. So, bevor wir damit aber jetzt filmen, muss ich den Akku noch mal eine Weile aufladen. Ich würde sagen, wir machen erstmal alle Flugtests der Drohnen und dann im Anschluss machen wir die Kameravergleiche, weil da bin ich echt gespannt. Also, wenn das Teil auch noch gut filmen kann, für 30 Euro ist das ein No-Brainer. Drohne Nummer 2. So, auch für 29 Euro. Und dieses Mal ist es eine ganz andere Drohne. Dieses Mal ist es wieder so eine ganz kleine Drohne, aber muss man sagen, die hat hier eine Kamera. Hier, wie bei allen Drohnen, haben wir so eine kleine Packung mit einem USB. Also, wie bei allen günstigen Drohnen, meine ich. Haben wir so eine kleine Packung mit einem USB-Aufladegerät. Dieses USB-Aufladegerät geht aber hier direkt in die Drohne rein und nicht erst in einen entfernbaren Akku. Das heißt, wenn hier die Action vorbei ist, dann ist die Action auch vorbei, solange bis man sie wieder neu aufgeladen hat. Aber auch das können wir mal kurz an die Powerbank ranhängen, damit wir da gleich mal ein bisschen Saft haben. Weiter geht's mit dem Controller. Der Controller funktioniert ähnlich, das System kennen wir ja mittlerweile. Diesmal 3 kleinere AAA-Batterien. Hier ist dann auch nochmal die Handyhalterung. Die ist neu. Abgesehen davon sieht das Ding nämlich aus wie die anderen 20-Euro-Sachen. Ich habe ein bisschen Angst, das Ding drin zu lassen, weil es rutscht schon leicht raus. Auch hier wird sie jetzt eine App per QR-Code geladen. Noch gar keine Bewertung. Sehr vertrauenswürdig. Das sieht ja aus wie ein Computerspiel. Ich bin gespannt. Bevor das aber getestet wird, geht es jetzt auch hier erstmal wieder an den Flugtest. Wir machen den kleinen Schalter auf On. Die Drohne flackert schön. Ja, funktioniert. Bei der brauche ich auch keine Schutzbrille. Hier nämlich auch so ein Mechanismus, ne? so ein Bumper. Und die ist auch ein bisschen laut. Also ich weiß nicht, wie so eine kleine Drohne hier lauter sein kann als die große. Aber ich würde sagen, der Flugtest. Der ist auch diesmal wieder eigentlich astrein bestanden. Finde ich gut. Kommen wir zur Drohne Nummer 3. Diesmal wieder ein bisschen größeres Kaliber, allerdings halt in der komplett zerdetschten Verpackung. Genau, also da auf jeden Fall danke an irgendeinen Lieferanten. Oha, WTF, das sieht da mal richtig böse aus. Uff,
Also das ist nicht so schön, wie das angekommen ist, muss man einfach sagen. Das lief nicht optimal. Ich mach das Ganze mal auf. Wir haben hier ein einzelnes Objekt. Das sollte der Controller sein. Und in diesem Controller, so scheint es, ist jetzt diese Drohne drin. Und die ist auch recht klein. Ja, also muss man sagen, die ist ziemlich klein. Bisschen Plastikaccessoire und ein paar Kabel und dann natürlich noch die Box, die kommt weg. Das ist ein kurioses Design, muss ich eigentlich schon sagen. Das ist echt, also ich finde schon ein bisschen weird, dieses Design. Die Drohne ist cool, die ist sehr klein aber. Aber an sich von der Funktion her genauso, nur halt noch viel kleiner als diese andere. Aber hat auch eine neigbare Kamera drin. Bin gespannt, wie das mit dem Akku hier funktioniert. Also hat auch diesmal einen eigenen Akku, nicht diesen 0815 Fertig-Akku. Aufgeladen wird das scheinbar auch mit Micro-USB. Ich finde jetzt hier nichts, wo das reinkommen könnte. Ach doch, hier an der Seite. Ja, okay, nice. Ich habe keinen Plan, was das für ein Controller ist, was da für eine Batterie reinkommt. Aber wir finden es mal raus. Kurios. Also hier kommen links und rechts jeweils zwei kleine rein. Hui, da ist es an. Aber man kann in die Mitte das ganze Zubehör legen, ne, falls mal was kaputt geht. Not bad. Schraubenzieher passt auch rein. Interessantes Konzept eigentlich hier. Das Ding fühlt sich an wie ein Kasten. Aber wenn es funktioniert, warum nicht? Dann gibt es ja auch so Schutzmechanismen wieder für diese Rotoren. Okay, das ist schon mal mehr als nice, dass man hier auch so Schutzmechanismen hat. Das hat ja die ganz große nicht, was ich als einen Minuspunkt ansehe. So, dann gibt es ja auch so einen Handyhalter scheinbar. Ja, die Klemme wirkt hier recht stabil sogar. Okay, ich bin auch hier mal gespannt, wie das Ding sich fliegt. Wow! Digga, ich bin echt ein bisschen zu schreckhaft für dieses Business. Und da sind wir unterwegs. Wow, also hier muss man den Joystick echt ein gutes Stück reindrücken, damit er sich überhaupt bewegt. Aber funktioniert, er bleibt nicht ganz still. Also das muss man sagen, wenn ich den jetzt loslasse, dann fliegt er irgendwie nach rechts. Das macht es schon ein bisschen schwieriger, damit zu fliegen. Aber vielleicht muss der einmal neu kalibrieren. Nee, der hat einen... Wow! Ja, gut, dass der schöne Schutzmechanismen hat. Okay, kalibrieren tut man so. Ja, ist schon ein bisschen besser geworden. Hat immer noch einen leichten Drall nach rechts, aber ist okay. Okay, also die Glühbirne da oben, die hat jetzt nicht so toll gefunden, dass ich mit dem Ding Looping machen wollte. Was anderes kann ich jetzt auch nicht zu sagen, außer dass ich da vielleicht auch lieber eine Brille trage. Und wenn ihr das Ding benutzt auf jeden Fall, dann wissen eure Nachbarn auch Bescheid. Ja, aber vom ganz normalen Flugmechanismus, das ganz normale Fliegen finde ich auch eigentlich ganz nice. Ich fand die anderen beiden ein bisschen nicer, aber die ist auch vollkommen okay. Spannen wir es jetzt aber, wenn wir uns anschauen, wie gut die Kameras sind. Wie gesagt, manche davon sind 4K. Okay, dann lasst uns doch mal filmen. So schwer kann es ja wohl nicht sein. Das heißt, ich verbinde mich jetzt mit einem Wi-Fi, das von dem Ding ausgeht. Oha, ich sehe ein Kamerabild. Let's go. Okay, aber wie lenke ich jetzt die Kamera hier rum? Weil ich sehe aktuell nur im Boden. So, also ich habe jetzt in der Anleitung keinen Weg gefunden, die Kamera manuell zu neigen, aber man kann sie einfach mit dem Finger neigen. Vielleicht ist das auch die einzige Option, mit der das geht. Drum probiere ich es jetzt einmal nochmal. Start. Also inwiefern das jetzt 4K sein soll. Also ich weiß jetzt nicht, was das für eine Auflösung ist, ne? Aber die beste ist es nicht. Ja, das war eine Bruchlandung. So, das Verbinden per App mit dieser zweiten kleineren Drohne soll genauso ähnlich funktionieren. Und hey, das ist geil. Okay, ich steuere es jetzt mit meinem Handy. Einfach wilde Nummer. Ja, moin. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video, Alter. Wild. Das hat gut geklappt. Ja, also die Steuerung war nice eigentlich am Handy. Die Qualität war jetzt nicht so mega geil, aber ich würde sagen, wir testen das nochmal draußen gleich. Bei der Drohne hier ist aber natürlich auch noch zu beachten, dass die hier auch nur 720p vorgibt zu filmen. Und das ist okay, die gibt nämlich gar nicht vor, 4K zu filmen, weil von den anderen, die ja 4K filmen angeblich, erwarte ich da natürlich mehr als von der hier. So, wir haben hier die dritte Drohne. So, die App startet. Let's go. Und da ist das Bild auch da. Und let's go. So, hier bin auch ich dann mal an der Stelle. Ja, moin. Wirklich spannend wird es dann aber natürlich zu sehen, was die Drohne hier so draußen im Freien kann. Aber ich habe das Gefühl, die leckt ein bisschen. Vielleicht liegt es aber auch nur an der Software und die Aufnahme an sich für euch war jetzt eigentlich smooth. Kann auch sein. So, ich nehme die drei Drohnen jetzt mal mit nach draußen für ein paar Real-Life-Aufnahmen. Hier sind wir jetzt gerade draußen an der frischen Luft und testen diese erste Drohne hier. Ich habe die Drohnen jetzt genau in der umgekehrten Reihenfolge getestet und wir sehen direkt, dass die Qualität echt gar nicht mal so geil ist. Also wir sehen hier Bäume, die sind komplett verrauscht, dann irgendwie ruckelt es auch, das ist nicht ganz flüssig. Dann sehen wir hier die Mai, die ist zwar super süß, aber auch nicht gestochen scharf, wobei das geht noch. Und am Anfang sieht man hier auch ganz gut, dass ich hier die Kontrolle über die Drohne sehr, sehr schnell verloren habe und die dann einfach ins Gras rauscht, einfach weil die Power davon nicht ausreicht, um gegen ein bisschen Wind, der draußen vorherrscht, anzukämpfen. Man kann für 30 Euro auch nicht viel mehr erwarten oder vielleicht doch, denn jetzt kommen wir nämlich zur nächsten, die im Gegensatz zu der Kamera hier nicht verspricht, 4K zu sein. Weil 4K, also tut mir leid, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt unterstreichen. Die hier behauptet nämlich nur 720p zu haben und war vom Fliegen her eigentlich ein bisschen angenehmer tatsächlich. Obwohl die kleiner ist, hatte die deutlich mehr Power in der Luft. Das Bild hier ist ähnlich, nur ich finde es an und für sich schöner. Ne, also man hat 720p, klar, es ist nicht super hochauflösend, aber wenigstens sind die Bäume nicht so arg verrauscht und ich finde, an und für sich ist das Bild
nicht schärfer, aber irgendwie doch finde ich trotzdem schöner. Ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, damit draußen rumzufliegen. Für zu Hause ist es definitiv ziemlich cool, ja, auch mit den Schutzmechanismen und so weiter und so fort. Qualität ist okay, aber eher als Spielzeug. Also für jemanden, der damit wirklich irgendwelche Projekte umsetzen will und dafür eine gute Drohnenkamera braucht, würde ich es nicht empfehlen. Aber, und jetzt ist es ja wild, weil dieser kleine Kollege und der fette Brummer kosten ja gleich viel. Der Kollege für 30 Euro ist viel dicker und müsste eigentlich theoretisch viel stabiler in der Luft sein. Und das war auch deutlich. Mit dem konnte man deutlich besser fliegen, man konnte auch viel besser gegen den Wind ankämpfen. Ich hatte auch deutlich weniger Angst, dass das Teil abstürzt und bin damit auch ein bisschen höher geflogen. Trotzdem noch nicht sehr hoch, vielleicht 20 Meter höchstens, 15 Meter vielleicht. Aber auch hier war es extrem windig und da hätte die Drohne nicht mitgemacht. Aber es war deutlich angenehmeres Gefühl als mit den anderen beiden. Nur, was man halt jetzt hier sieht, ist, dass die Qualität der Kamera, also an und für sich, hat es eine höhere Auflösung. Aber die Farben sind noch schlechter und dann wackelt es ja mal extrem. Es hat überhaupt keine Dynamic Range. Also alles, was hier irgendwie halbwegs hell ist, ist irgendwie komplett weiß. Und dann muss ich trotzdem eine Bruchlandung machen, weil ich halt irgendwie Angst hatte, dass ich das Teil in mein Gesicht reinsegel. Man hat zwar damit mehr Kontrolle als mit denen, aber dafür ist es halt auch deutlich gefährlicher, weil es keine Schutzmechanismen hat. Vom Prinzip her ist das wie eine Mavic von DJI, nur halt ohne den ganzen Sicherungsmechanismen und ohne der ganzen Power. Also die von DJI, die haben ja so viel Kraft, dass man damit auch gegen Wind ankämpfen kann und dass die auch automatisch sich stabilisieren. Da ist die nicht ganz so stabil gewesen. An und für sich vom Drohnenerlebnis, vom Flug her, ist die geilste, aber die Qualität, ja. Also ich meine, offensichtlich für 30 Euro finde ich es immer noch mega heftig, das muss man dazu sagen. Ne? Man kann jetzt hier keine 30-Euro-Kamera mit einer 800-900-Euro DJI-Drohne vergleichen, ist es logisch. Ja, okay, für 30 Euro, wenn man jetzt von seiner Stadt oder von seinem Haus irgendwie ein paar Luftaufnahmen machen will und natürlich die entsprechende Befugnis und Versicherung dafür hat, ganz klar, dann kann man das machen. Für 30 Euro, Alter, ist die mega stabil. Auch die, wenn man sie drinnen benutzen will nur, ist auch recht okay. Die würde ich vielleicht nicht empfehlen. Die für draußen, definitiv. Für 30 Euro, beides Banger. Übrigens sind auch wieder verlinkt natürlich. Ihr müsst aber aufpassen, das letzte Mal, als ich eine Drohne reviewed habe, ist der Preis von der einen komplett hochgeschossen. Also auch wenn die jetzt 30 Euro kosten, kann es sein, dass die Verkäufer halt irgendwie assi sind und dann plötzlich 40 oder 50 Euro draus machen. Also vorsichtig sein. In diesem Sinne fand ich es mega spannend. Es ist wild, dass man für 30 Euro eine Drohne kriegt, die aber fliegen kann und Videos machen kann. Was ist das für eine Zukunft? Das ist schon krass. Auch gruselig ein bisschen. Aber trotzdem würde ich sagen, abonniert gerne diesen Kanal, wenn es euch interessiert hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.